بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Erstmal entschuldigen wir uns für die Verspätung. Wir hatten uns etwas verfahren gehabt. Wir waren im letzten Unterricht angekommen bei dem Hadith Nummer 12. Zum guten Islam eines Menschen gehört es, zu lassen, was ihn nichts angeht. Nur eine kleine Erinnerung nochmal. Wir haben gesagt, aus diesem Hadith lässt sich eine Vierer-Einteilung vornehmen. Die Handlungen des Menschen können wir in vier Gruppen einteilen. Wir haben Dinge, die dich betreffen, die von deinem Interesse sind, die du ausführst. Das ist ein Ideal. Zweitens, Dinge, die nicht von deinem Interesse sind, die dich nichts angehen und die wir unterlassen. Das ist auch ideal. Dann haben wir noch die zwei anderen Kategorien, die nicht so ideal sind. Und zwar Dinge, die dich etwas angehen, von deinem Interesse sind, dich betreffen, die aber ausgelassen werden, missachtet werden. Und dann die letzte, Dinge, die nicht von deinem Interesse sind, denen du aber Interesse und Beachtung schenkst. Diese vier Kategorien lassen sich aus diesem Hadith entnehmen. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, pflegte zu sagen, Al-Hasan al-Basri ist von den Sahaba oder den Tabi'un? Al-Hasan al-Basri wurde gestillt von eines der Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, von Ummu Salama. Er wurde von Ummu Salama gestillt. Und einige der Sahaba pflegten zu sagen, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, er pflegte zu sagen, dass die Worte Al-Hasan al-Basris den Worten der Propheten ähneln. Er pflegte zu sagen, من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. Es ist ein Merkmal, ein Anzeichen dafür, dass sich Allah Ta'ala von seinem Diener abwendet, dass er sich von ihm abgewandt hat, wenn er ihn mit Dingen beschäftigt, die ihn nichts angehen. Und ihr wisst, was es bedeutet, wir haben das im letzten Dars etwas ausführlicher besprochen, was es bedeutet, wenn wir sagen, dies und jenes geht dich nichts an. Kurz gefasst, nochmal, können wir das in zwei Punkten zusammenfassen. In zwei Punkten. Wer erinnert sich? Der Muharram. Ach so, ich dachte, du zeigst das. Ja. Also wenn es keinen Nutzen im Diesseits hat und keinen Nutzen bei einem Sahih. Alles, was dich betrifft, sind zwei Dinge. Jede Handlung, jedes Wirken, jedes Tun, das dich in deiner Welt anhebt. Und das Zweite, jedes Wirken, jedes Handeln, es kann auch das Nicht-Tun sein, das dich im Jenseits anhebt. Das Nicht-Tun ist übrigens auch, wird auch als Amal bezeichnet. Etwas nicht zu tun, zu unterlassen, wird auch als Amal bezeichnet. Allah Ta'ala sagt über die Banu Israel, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Sie pflegten sich nicht gegenseitig das Übel zu untersagen. Also haben sie etwas nicht getan, richtig? Sie haben etwas unterlassen, eine Handlung unterlassen. Dann sagt Allah Ta'ala, übel ist, was sie zu tun pflegten. Übel ist, was sie zu tun pflegten. Was haben sie getan? Etwas nicht getan. Das heißt, das Nichttun, das Unterlassen von Handlungen wird auch als eine Handlung bewertet.
Das hat aber zwei Kategorien. Entweder sind es Handlungen, zu denen du angehalten bist, sie zu tun, dann ist das Unterlassen eine Handlung, für die du belangt wirst. Oder es sind Handlungen, Dinge, die du unterlassen sollst, und du unterlässt sie auch, du hast sie tatsächlich unterlassen, aber diese Tat wird dir nicht angerechnet, sie wird dir nicht angerechnet, wenn keine Absicht dahinter steckt. Also es muss ein bewusstes Unterlassen sein. Ein bewusstes Unterlassen. Was meinen wir damit? Yani es gibt, der Alkoholgenuss ist verboten. Es gibt Menschen, die unterlassen es. Sie haben nie in ihrem Leben Alkohol getrunken. Nicht, weil er sich aus Tüchtigkeit oder Rechtschaffenheit enthält, sondern es gefällt ihm einfach nicht. Das heißt, das ist kein bewusstes Unterlassen. Es muss ein bewusstes Unterlassen sein, damit ihm dies auch als eine Handlung angerechnet wird. Tayyib. In einem Hadith von Abu Dharr war das, glaube ich, Abu Dharr oder Abu Darda, sagte er, عَلَى الْعَاقِلِ أَلَّا يَكُونَ سَاعِيًا إِلَّا لِثَلَاثِ. Der Intelligente, und das ist die Intelligenz, Al-Aql. Al-Aql, das ist ganz interessant, das Wort Al-Aql, was das bedeutet, was wir als Vernunft übersetzen oder Intelligenz. Jedenfalls, er sagt hier, dazu komme ich gleich, er sagt hier, der Aql, der Intelligente, der Vernunftbegabte, hat sich nur mit drei Elementen zu beschäftigen. Nur drei Dinge sollten ihn beschäftigen. Tazawud li ma'ad, au marammati ma'ash, au ladha fi ghayri muharram. Vorbereiten auf das Jenseits, vorbereiten auf das Nachleben, Proviant nehmen. Zweitens, das Leben, das diesseitige Dasein in Stand, in Ordnung bringen. Drittens, ein Genuss im Nichtverbotenen. Diese drei Sachen. Und hier muss man ein Gleichgewicht haben. Das habe ich auch letztes Mal gesagt. Man kann nicht sagen, dass man den Tag auf diese drei gleichmäßig aufteilt. Es sollte ein gewisses Gleichgewicht nach Prioritäten sein. Und auch darf eines das andere nicht komplett abdecken. Also es kann nicht sein, dass jemand nur noch mit den Ibadat beschäftigt ist. Nur noch mit den Ibadat beschäftigt, auf Kosten des Unterhaltes, des Lebensunterhaltes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kafa bil mar'i an yudayya man ya'ul. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul. Es reicht als Sünde für den Menschen aus. Es reicht als Sünde, jene zu vernachlässigen, für die man aufkommen muss. Tayyib. Zum Schluss, am Ende des Unterrichts, hatte jemand von euch eine interessante Frage gestellt. Und zwar, inwiefern man für seine Gedanken, die einem in den Kopf schießen, ob man für sie belangt wird oder nicht. Ich möchte diese Frage nochmal kurz besprechen, denn sie hat etwas mit diesem Hadith zu tun. Indirekt hat die Frage der Gedanken etwas mit dem Hadith zu tun. Also aus einem gewissen Gesichtspunkt. Und zwar die Gedankenwelt zu organisieren und kontrollieren. Deine Gedankenwelt kontrollieren und organisieren. Inwiefern hat das mit dem Hadith zu tun? Insofern, wenn wir sagen, dass du dich hauptsächlich mit Dingen beschäftigen solltest, die in deinem Interesse sind, das muss schon in deinen Gedanken stattfinden.
Das heißt, du musst schon in deiner Gedankenwelt dich von den Dingen distanzieren, jene Gedanken auf Distanz halten, die nicht für dich effizient sind. Und deswegen sagt man, sehe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sehe eine Tat, ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter. Gewohnheiten machen den Charakter des Menschen. Deine Gewohnheiten sind dein Charakter. Und das haben die Ulama der At-Tazkiya, das nennt man so At-Tazkiya, tatsächlich angesprochen, dass Gedanken einen immens großen die Gewohnheiten einen immens großen Einfluss haben auf die Charakter des Menschen. Al-Ada wal-Khuluq. Sehe Gewohnheiten, ernte Charakter. Sehe Charakter und ernte, was gibt's danach? Ernte Schicksal. Dein Charakter macht dein Schicksal aus. Dein Charakter macht dein Schicksal aus in der Welt und im Jenseits. Tayyib. Das meiste, was wir am Tag ausführen und tun, fast jeder Tag läuft nach einem bestimmten Schema ab, deine Handlungen nach einem bestimmten Schema, deine Vorlieben. Das sind alles Gewohnheiten. Wie du mit anderen umgehst, sind also deine Charaktereigenschaften sind Gewohnheiten. Und daher ist es so schwer, sich von seinen Gewohnheiten zu lösen. Wisst ihr, wenn ein Raumschiff losfliegt ins Weltall, der Start und die ersten Minuten sind das Schwierigste beim Flug, wegen der Erdanziehungskraft. Richtig? Und dieser Start benötigt die meiste Energie. Wenn man aber aus diesem Raum raus ist, wenn man ihn durchbrochen hat, dann wird das Ganze danach recht einfach und benötigt nicht mehr so viel Energie. Und so ist es auch mit den Gewohnheiten. Die Gewohnheiten haben eine gewisse Schwerkraft. Jede Gewohnheit hat eine gewisse Schwerkraft und man muss sie brechen. Und dieser Anfang benötigt die meiste Energie. Hält man das aber eine Zeit lang, wird das recht einfach. Tayyib. Gewohnheit, wissen, können, wollen. Was soll das aussagen? Es geht hier darum, wenn du eine neue Gewohnheit schaffen willst, oder grundsätzlich Gewohnheiten entstehen durch diese drei Dinge. Das Wissen, was heißt Wissen? Wie da steht, was tun und warum tun. Das ist die Motivation. Du brauchst Motive. Zweitens, das Können, wie muss ich es tun? Und das Dritte ist dann das Wollen, das ist einfach der Wille, dass da ein Wille da sein muss, eine Gewohnheit zu schaffen. Ohne diese drei Elemente wird eine Gewohnheit nicht funktionieren.